Zero Emission Cities aus der Sicht der Stadt Wien ein Thema? Auf jeden Fall, ich meine, nicht nur ein Thema, sondern eine große Herausforderung, denn gerade für große Städte, die natürlich ganz wichtig sind bei Zero Emission, ist es aber auch relativ schwierig, wirklich keine Emissionen zustande zu bringen. Wir haben etliche Projekte in diesem Bereich laufen, haben jetzt schon das zweite 10-jährige Klimaschutzprogramm verabschiedet, wo wir wirklich schon dramatische Reduktionen der CO2-Emissionen zustande gebracht haben. Aber von Zero Emission sind auch wir noch etwas entfernt. Und das hat erstaunlicherweise, muss ich sagen, sehr, sehr gut funktioniert, dass jeder, der ihm zugeteilten Aufgaben in diesem Klimaschutzprogramm umgesetzt hat. Es geht eben nur mit einer gemeinsamen Anstrengung und wenn alle an einem Strang ziehen. Wie geht man in einer Stadt mit den Herausforderungen um, der wachsenden Bevölkerung, und Wien wächst so wie alle anderen Städte der Welt auch? Was kann jeder Einzelne tun, um Energieautarkie vorzuleben? Wichtig ist, dass jeder bei sich selbst beginnt, zum Beispiel unnötige Autofahrten streichen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, Fahrrad benutzen, wenn es eiskalt, frostig ist, oder regionale Produkte kaufen, kurze Transportwege, in der kalten Saison nicht unnötig Fenster lange offen lassen, nicht Kasteln vor Heizkörper stellen, also effizient heizen, sich richtig verhalten und Energie sparen. Wie muss das Haus gebaut sein, dass es halbwegs stabil steht, und wie kann ich die Heizung und Lüftungsanlage bauen, dass der Komfort gedeckt ist, sondern wir sind stets dazu aufgefordert, auch die Energiekonzeptionen dieser jeweiligen Projekte einen entsprechenden Fokus zu gewähren. Intermodaler Verkehr ist uns ein besonderes Anliegen. Wir sprechen ja auch sehr viel über E-Mobilität, über E-Vehicles. Hier sind wir ja auch durchaus führend tätig. Aus der Sicht einer Bank haben wir heute gehört, was gibt es ganz Handfestes für jedermann? Ökodarlehen. Wir vergeben einerseits als Banken Darlehen, wo wir unter bestimmten ökologischen Kriterien verbesserte Zinssätze geben. Wir machen Klimachecks, wir machen Energiechecks. Das ist unter starken Unterstützung in Wien und Niederösterreich zum Beispiel der Fall. Das versuchen wir. Es gibt sehr viele Methoden. Wir setzen auf neue Produkte, die in Richtung besseres Bewusstsein für den Energieverbrauch da sind. Und das ist der erste Schritt, den wir schaffen müssen, dass die Menschen bewusster mit Energie umgehen, weil der bewusster mit Energie umgeht, der kann auch Energie sparen. Sind Sie jetzt einer, der das kann, das langsame Autofahren? Ich kann nicht sagen, wir trinken Wasser und trinke selber Champagner, das funktioniert nicht. Und da muss man, es ist ein Lernprozess und da kann man aber durch. Und wie ich heute Nachmittag gesagt habe, derjenige, der zügiger fährt, der kommt nicht schneller an. Und es ist nicht so, dass Spritsparen, Fahren heißt, ich muss langsam fahren. Das ist auch eine Lektion, die ich gelernt habe. Zero Emission City ist die zweite. Waren Sie zufrieden? Ich bin sehr zufrieden mit dem Erfolg. Es war eine wirklich interessante Tagung. Wir haben ein hervorragendes Feedback von den Leuten bekommen. Wir haben auch eine sehr hohe Teilnehmerzahl gehabt, womit wir uns auch bestätigt finden in unserer Arbeit für die Zero Emission City. Und wir haben daraus geschlossen, dass für 2012 die Toren geöffnet sind.